Hallo Leute, Super Mario Lufis hier und im heutigen Video werde ich euch die neuesten Informationen von State of the Game präsentieren. Ich kann euch nur sagen, dranbleiben lohnt sich, heute sind sehr viele neue Informationen herausgekommen bezüglich Raid, wann das nächste Update kommt, viele Patches, Patch Notes und alle Änderungen wurden hier fast erzählt und ich werde jetzt auf alles näher drauf eingehen. Zuallererst werde ich mal sagen, dass die PTS morgen mit der Serverwartung eben endet und nächste Woche dann der Patch rauskommt. Der Raid kommt nicht nächste Woche noch raus, nächste Woche kommt nur der Balancing Patch, wo die ganze PTS, da haben sie sehr viele Sachen geändert, Gear, Skills und des Weiteren. Und danach, sie haben keine genaue Zeit genannt, wird dann der Raid kommen. Kurz danach, wie sie es gesagt haben, und dann kommt der Raid. Sie wollen nochmal alles schauen, ob das alles auch funktioniert, ob irgendwelche gröberen Probleme gibt. Wenn das nicht der Fall ist, kommt dann der Raid. Also ich schätze dann eine Woche danach dann raus. Zudem ist jeder wartet auf das Kapitol, damit er die Nemesis bekommt. Und sie sagen, das ist random. Sie haben einen Scherz gemacht. Wir sollen einfach auf Kapitol warten. Sie haben keinen Einfluss drauf. Ja. Die ganze Spielerbasis ist frustriert, sie ändern es nicht, ich weiß auch nicht, wenn wir jetzt noch 10 Wochen warten müssen. Wirklich, wirklich furchtbar eigentlich, dass das eigentlich random ist und sie keinen Einfluss darauf haben. Auf jeden Fall sagen sie einfach nur, wir sollen da warten. Ja, mehr kann ich euch da leider auch nicht sagen. Unverständnis von mir und wahrscheinlich auch von euch. Und wir sollen dann warten eben, bis das Update rauskommt, damit wir genau wissen, wann das rauskommt, eben das Update, das Balancing-Update. Und danach eben der Raid, das werden sie über die offiziellen Kanäle kundtun, wenn es irgendwas Genaueres gibt. Also wir sollen da verlangen oder einfach bei mir reinschauen. Ich werde, sobald es Neues gibt und auch die endgültigen Patch-Notes dann draußen sind, auch darauf eingehen. Zudem gab es eine sehr große Diskussion über den höheren Gearscore. Viele haben sich schon wieder aufgeregt. Es gibt nur in der Dark Zone den Gearscore 515. Dann haben sie gesagt, es gibt ihn auch woanders. Ihr könnt ihn überall herbekommen, dass sich die Spieler auch beruhigen. Und jetzt streichen sie den neuen Gearscore komplett. Sie wollen den Spielern die Möglichkeit geben, mit den ganzen Änderungen mal klarzukommen, das ganze neue Gear zu farmen. Viele Spieler sind noch gar nicht auf dem Level und da wäre es nicht angebracht gewesen, laut ihnen jetzt schon einen neuen Gearscore einzuführen. Und deswegen wird das jetzt von dem ganzen Update gestrichen. Braucht keine Angst haben, maximale Gearscore bleibt bei 500. Zusätzlich wollen sie mehr Leute in die DZ bringen, das haben sie eh schon vorher erwähnt, und in manchen Regionen dauert das Matchmaking länger, speziell in Australien, eigentlich geht euch nichts an, oder beziehungsweise uns hier. Ich will nur kurz darauf eingehen, in Australien war das Problem so, da es eine Region ist, wo wenige Spieler zu Hause sind, müssen die Spieler sehr lange warten, beziehungsweise finden gar keine anderen Spieler. Das hat damit zu tun, sie haben in Sydney Server und sie haben halt wirklich nur geschaut, dass es dort in Australien dann dort auch die Spieler bekommt, also Spielersuche halt dort fortsetzt, bis da irgendwer joint, damit ihr nicht zu großen Lag habt. Das haben sie einfach versucht zu verbessern jetzt mit dem Update. Ich will damit jetzt auch nicht näher einkürzen. Sie haben die Zeit verkürzt, bis ihr dann praktisch zu einem anderen Server dann rübergebracht werdet, damit ihr nicht ewig dann suchen müsst. Einige Sachen zeigen sie nicht, das werden sie dann erst mit dem Patch veröffentlichen. Zudem wurden Belobigungen gelöscht bzw. entfernt. Viele Spieler haben sich aufgeregt oder bzw. Unverständnis gezeigt über die Belobigungen, was mit der Spielzeit zu tun hat. Zum Beispiel, ihr müsstet eine gewisse Anzahl in Spieltagen in Folge angemeldet sein und alle Belobigungen, die mit der Spielzeit zu tun haben, haben sie jetzt aus dem Spiel entfernt. Die Leute, die die Belobigungen schon abgeschlossen haben, bekommen eine kosmetische Belohnung von ihnen geschenkt. Die Ressourcen, die Kapazität der Ressourcen wird zudem um 200 erhöht. Ihr könnt jetzt mehr Ressourcen sammeln und auch aufheben. Zudem haben sie erwähnt, dass die Gearsets zu schwach sind und sie die mit dem Update auch stärker machen werden. Zum Beispiel beim Hardwired Set wurde der Fertigkeitenschaden statt Schocklänge ersetzt. Beim True Patriot Set wurde der Debuff, wo die Zeichen unten wechseln, von 5 auf 2 Sekunden geändert. Somit könnt ihr viel schneller beim Gegner auch die ganzen Buffs dann abholen. Der komprimierte Loot wird besser und auch die Clankisten, da bekommt ihr jetzt dann mehr Loot dann raus, beziehungsweise besseren Loot aus Belohnung. Zudem
haben sich viele Spieler beschwert, dass ihnen die Munition sehr schnell ausgeht. Jetzt wollen sie mehr Munitionsdrops einführen, damit, wenn ihr Gegner tötet, dass ihr, wenn ihr keine Munition mehr habt, dass ihr dann nicht immer schauen müsst, dass ihr die nicht ausgeht bei euch, und die Gegner lassen jetzt mehr Munition dann fallen. Zudem bekommt jetzt am sicheren 500 Gearscore-Drop. Im Moment ist es der Fall, damit da habt ihr eine Range, ihr bekommt nicht 500, es kann sein, dass ihr auch 490 ganze Zeit bekommt. Das ist sehr frustrierend für einige Spieler gewesen. In der Dark Zone, der ganze kontaminierte Loot ist auf 500 der Gearscore eben gesetzt. Also ihr bekommt sicher in der Dark Zone beim kontaminierten Loot 500 der Gearscore. Jetzt werden sicher gleich wieder aufschreiben, oh, nur in der Dark Zone? Nein, nicht nur in der Dark Zone. Heroische Bosse werden auch garantiert 500er Gearscore droppen. Zudem bekommt ihr auch bei den Dailies, egal ob das jetzt hart oder heroic ist, bei den bekommt ihr dann auch 500er Gearscore sicher. Zudem haben sie ein neues Feature eingebaut. Bei den PvE-Missionen bekommt ihr jetzt am Ende der Mission eine Statistik präsentiert. Wie die Statistik aussehen wird, haben sie noch nicht verraten. Ich schätze mal, zum Beispiel werdet ihr dann sehen, wie viel Schaden ihr gemacht habt, wie oft ihr irgendwen geheilt habt, wiederbelebt habt, wie viel Schaden ihr selbst bekommen habt und so weiter. Das wird am Ende der Mission dann angezeigt. Das ist ein gutes Gadget. Damit kann man sich ein bisschen auch selbst pushen, wie viel Schaden man hat, wie viel Präzision und des Weiteren. Finde ich gut. Zudem wurde Roosevelt Island für Solospieler die Schwierigkeit ein bisschen heruntergestuft. Und der Gearscore geht jetzt nicht mehr über 500 hinaus. Wenn ihr jetzt rekalibriert, so wie es jetzt ist, dann ist der Gearscore öfters höher als wie 500. Das gibt es jetzt nicht mehr. Wenn ihr rekalibriert, gibt es jetzt einen Rekalibrierungsdorf von 100. Das ist das Maximale, was ihr dann auf den Item noch draufrollen hättet können. Und wenn ihr dann praktisch 100 habt von Rekalibrierungsdorf und Gearscore 500, ist das der maximale Wert, den ein Item erreichen kann. Zudem haben sie die Elite-NPCs genervt, die machen jetzt weniger Schaden, und die Genauigkeit der Granaten wurde auch genervt, weil oft spammen die Gegner euch zu mit Granaten, über Granaten jede trifft, und anscheinend haben sie jetzt die Präzision von den Granaten auch ein bisschen geändert. Zudem, bei den Kontrollpunkten wusste man nicht, welche Schwierigkeit man spielt. Kontrollpunkt 1 auf die Stufe 1 bringen 2, 3, 4. Man wusste nicht, was ist das jetzt genau. Das haben sie jetzt eingeführt, damit ihr seht, mit was ihr, welcher Schwierigkeit im Spiel ihr das vergleichen könnt. Zudem, bei den Kontrollpunkten kann euch jetzt der Offizier wiederbeleben, wenn ihr tot seid. Und wenn ihr tot seid, müsst ihr nicht mehr irgendwo spawnen, dann wieder hinporten oder hinlaufen. Das war ziemlich mühsam. Ihr könnt jetzt dann gleich dort wieder spawnen. Zudem haben sie die ganzen Fertigkeiten überarbeitet. Beispiele zum Beispiel die Angriffsdrohne. Wenn jetzt ein Gegner getötet ist, dann sucht sich gleich in der Nähe den nächsten Gegner und fliegt jetzt nicht mehr extra zurück. Ihr müsst das wieder markieren. Sie sucht sich gleich den Gegner wieder in der Nähe. Der Chem Launcher wurde geändert. Wenn ihr den Heal zum Beispiel am Boden haut, dann zwei Heals. Ihr müsst da versetzt das machen, weil doppelt Heal gibt es nicht mehr von den Chem Launcher. Zudem, wieder gesagt, der Wiederbeleber, der wurde auch gefixt. Das haben sie jetzt schon fünfmal gesagt, mal schauen, ob es diesmal hinhaut. Zudem dauert das Wiederbeleben bei dem jetzt länger. Die Defender-Drohne wurde ebenfalls geändert. Scanner-Puls, der Cooldown wurde verringert. Und ja, auf jeden Fall haben sie auch die ganzen Skill-Modikatoren geändert, damit da die Skills bzw. die Fertigkeiten auch mehr Schaden machen. Über die Gearsets, da haben sie jetzt nichts gesagt, die ganzen Talente, das wird zu lange dauern, haben sie gemeint, weil sie sehr viel geändert haben bei den Gearsets, bei den Talenten, bei den Anforderungen, und sobald da irgendwelche Patchnotes heraus sind, kommt ein Video von mir, damit ihr auch alle Änderungen in der Übersicht habt. Zudem haben sie die exotischen Waffen geändert, die machen jetzt, egal welche, machen mehr Schaden. Und die Spezialistenwaffe Tech 50, die hat jetzt zwei Zooms, das ist das vom Scharfschützen, die hat jetzt zwei Zooms anstatt von einem. So, kommen wir mal zum PvP, da haben sie jetzt auch noch was geändert. Im Konflikt wird die ganzen Boost, was ihr bekommen könnt innerhalb der Runde, da wurde, egal ob Schaden oder Rüstungsboost, die wurden die
ein bisschen verringert, dass er nicht mehr so viel Schaden macht oder auch nicht mehr so viel Rüstung bekommt. Zudem ist die Normalisierung jetzt so, dass ihr automatisch auf den maximalen Gearscore gesetzt werdet, was sehr gut ist. So bleibt auch das Bild halbwegs gleich und nicht, ihr baut euch ein Bild und habt dann ein komplett anderes, viel schwächeres Bild dann zur Verfügung, sobald es in Normalisierung geht. Zudem im Konflikt noch minus 20% Crit-Chance durch den Spezialisten eben, dass es dort gibt. Da schaut das Bild dann komplett anders aus. Zudem in der Dark Zone die Bosse garantieren kontaminierten Loot. Wie ihr wisst, bekommt ihr deswegen dann auch jeder kontaminierte Loot 500er. Da zahlt es sich auch die Bosse zu machen. Höhere Schwierigkeit bei den Landmarks bedeutet dann, dass ihr bessere Items bekommt. Matchmaking-Änderungen haben sie durchgeführt in der Dark Zone. Die Rucksackgröße wurde zudem auf 10 vergrößert, damit ihr mehr habt und nicht dauernd ausfliegen gehen müsst. Es gibt jetzt nur mehr 2 Bracelets, 1 bis 30 und die anderen Tiers. Früher hat es Tier 1 hat seine eigene Dark Zone Bracelet gegeben, da habt ihr nur gegen Spinner gespielt, die was auch in Tier 1 waren oder auch bei, wenn ihr jetzt Level 19 wart, in der Story noch, habt ihr nur gegen Spieler gespielt, die was auf eurem Level waren. Das wird es nicht mehr geben, eben nur mehr zweimal, 1 bis 30 und alle anderen Tiers zusammen. Durch die Normalisierung brauchen sie sich da keine Gedanken machen, damit, dass da irgendwer benachteiligt ist, weil jeder auf das Maximum ja gehoben wird. Zudem haben sie den Rogue, wenn ihr das, da müsst ihr den Knopf drücken, damit ihr Rogue gehen könnt. Den Cooldown haben sie auf 5 Sekunden verringert. Die Dark Zone, wo es keine Normalisierung gibt, die Occupied Dark Zone, die bekommt einen eigenen PvP-Multiplayer. Und zudem war in der Occupied Dark Zone, in der besetzten Dark Zone, das größte Hindernis, wenn ihr einmal sterbt, dann verliert ihr fast einen Rang und das hat viele Leute davon abgehalten, eben in die Occupied Dark Zone zu gehen und deswegen haben sie da die XP, die ihr jetzt verliert in der Dark Zone, die machen 35% von eurem Rang aus und nicht mehr kompletten Rang gleich verlieren bei einmal sterben. Zudem haben sie Verbesserungen angekündigt für die Konsolenstreamer. Der Stream sollte jetzt besser werden, da hat es einige Probleme gegeben. Das war auch der Grund, wieso ich eigentlich in letzter Zeit nicht mehr auf Twitch aktiv live gestreamt habe, weil irgendwas, habe ich mal gedacht, stimmt hier nicht. Und jetzt wurde ich bestätigt, sie haben auf jeden Fall Verbesserungen für das Konsolenstreaming angekündigt. Ja, das war jetzt die wichtigsten Neuerungen von mir. Sobald es, wie gesagt, über die ganzen Gear-Sets, die ganzen Änderungen vom Markensets gibt, werde ich ein eigenes Video darüber machen und genauer darauf eingehen. Hier waren jetzt mal die Zusammenfassung vom heutigen State of the Game so kurz wie möglich gehalten. Ich hoffe, die Änderungen gefallen euch. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr dazu von den ganzen Änderungen haltet. Glaubt ihr, das bringt wieder die Spieler zurück? Sind das positive Änderungen, negative Änderungen? Lasst uns eine Diskussion führen. Natürlich shared das Video, liked es und abonniert mich, weil ich mache das jede Woche, State of the Game Zusammenfassungen, Händler Resets und Bildvideos und alle News zu Division 2. Und ja, das war's von mir. Ich freue mich auf die Diskussion und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Haut rein.